Was geht ab, meine Z-Fighter-Hoser hier, und heute im Showcase zu dem erst kürzlich EZA Awakened, also Extreme Z Awakened, physisch Kid Buu. Ich habe ihn an der Stelle auf 100% gebracht, denn diesen Boy habe ich damals so oft gezogen, als ich Angel Gold und Freezer ziehen wollte mit 1200 Zones und Angel Gold und Freezer nicht gezogen hatte. Ihn jedoch hatte ich so oft gezogen, dass ihn selbstständig alle Dupes öffnen könnte und auf SA4, glaube ich, bringen konnte. Jedenfalls habe ich ihn dementsprechend für das heutige Showcase auf 100% gebracht, auf SA15. Und wir werden zum einen ihn heute showcase, logischerweise, aber auch zum anderen dann klären, ob es überhaupt lohnt, ihn auf 100% bringen zu müssen. Nun, auf der einen Seite bekommt er, wie die älteren Units, die 7000er-Sets durch das Dupe-System. Diejenigen, die das nicht wissen, das sehen wir folgendermaßen. Zum Beispiel bekommt er auf den Angriff 7000 und so weiter und so fort. Andere Units, sage ich mal, die neueren, die bekommen nur 5000. Zu den älteren gehören quasi Kid Buu, Broly, Final Form Freezer, Super Saiyan 3, Angel Goku, nicht Angel Goku, sorry, AGL Goku meinte ich, Gogeta Janemba, die alten, die Seecharaktere, könnte sein, dass ich vielleicht einen vergessen habe, aber die alten Lieder, sage ich mal. Jedenfalls, dadurch haben sie auf jeden Fall einen Bonus, wenn man sie auf 100% bringt. Sie bekommen 2000 Stats overall mehr im Durchschnitt als die anderen Charaktere, aber in Sachen Leaderskill, ja, sein Leaderskill ist nicht so atemberaubend, sage ich mal, er gibt jedem Typus Ki plus 3, HP unter 50% und erhöht den Angriff um bis zu 80%, abhängig davon, wie hoch die HP ist. Also je höher die HP ist, desto höher ist dieser Angriffboost. Also es geht eigentlich, so schlecht ist es nicht. Jedenfalls, mit seiner Super-Attack macht er immens Damage und verringert an Verteidigung des Gegners. Mit der Passive hat er folgendes drauf, Freunde. Jedem Verbündeten gibt er Ki plus 2 Attack unter 50%, wenn die HP 80% und drüber sind. Vor seinem EZA war das nur, also seine Pässe war vor dem EZA nur, dass er 80% für jeden gibt, wenn die HP 80% und drüber sind. Hört sich auf jeden Fall erstmal viel an, Attack unter 50%, aber 80%, da ist man schnell drunter gefallen. Deswegen war es bei ihm cool, dass sie nach seinem EZA ihn zum einen über 80% dann noch zusätzlich Ki plus 2 gegeben haben, aber das Interessante war, was machen sie, wenn man unter 80% fällt, und das dann folgendermaßen: wenn die HP 79% oder drunter sind, dann gibt er jedem Verbündeten Attack und F30%, und dementsprechend ist er wirklich ein sehr, sehr guter Supporter in den Teams, in denen er vertreten ist, zum Beispiel in den Kategorie-Teams Resurrect Warrior, Transformation Boost, Majin Buu Saga, aber natürlich auch in Extreme Physisch Villains kann man ihn auch spielen. Ich habe ihn auf 15 Crit gebracht, 11 Additional Attack. Man sollte ihn nicht unterschätzen, auf 100% macht er mindestens 1 Million Schaden, das werden wir aber gleich sehen auf dem Radar. Linkskill, typisch Kid Buu-like, er hat durch die Linkskills leider keine Ki, er gibt keine Ki, er hat aber hier an der Stelle Majin, sind Attack und F 10%, Brutal Beatdown sind auch 10% an der Stelle, More Than Meets the Eye auf den Angriff 300, alles klar, Big Bad Boss ist sehr wichtig, Attack und F 25%, wenn die HP 80% und drunter sind, Infinite Regeneration, Recover 3 HP, 3% HP, Fierce Battle 15% und The Wall Standing Tall sind weitere 15% und ja, Debuff in einem gewissen Event, sage ich mal. Jedenfalls, wir werden ihn in diesem Team showcase, den Resurrect Warrior Teams, Freunde. Ich habe das, mein Resurrect Warrior Team sah ein bisschen anders aus eigentlich, als LR Bojack geshowcased hatte. Da hatte ich LR Broly in einer Rotation mit dem physisch Bardock, aber irgendwie hat es mich aufgeregt, in der Konstellation immer einen oder zwei Angel Gold und Freezer rein und raus zu rotieren. Die waren einfach nur da, um sie rein und raus zu rotieren. Ich hatte gar nichts von denen. Deswegen dachte ich mir, weißt du was, in meinem Reservoir Team will ich auf jeden Fall mal Angel Gold und Freezer nutzen, in einer Rotation spielen. Deswegen habe ich ihn mit Tech Freezer in einer Rotation. LL Bojack und AGL Bojack bleiben in der anderen. Wenn ich im War Term den physisch bekomme, dann klatsche ich den physischen da rein. Den würde ich auch mal gerne testen. Aber Kid Buu ist halt ein Supporter und dementsprechend werde ich ihn auch wie ein Supporter behandeln. Ich werde ihn rein und raus sortieren, aber dann werden wir auch natürlich sehen, was wird er an Schaden ausrichten etc. Und wir haben noch Intmail Cool am Start. Apropos World Tournament, ich bin gleich in ein Event rein. Ich habe mein Team ein wenig geändert für das World Tournament, das ich gestern vorgestellt hatte für Global. Ich habe Jaco reingetan, ganz ehrlich, bei Jaco, ich war mir da nicht sicher, ob ich ihn reintun sollte oder nicht. Im Endeffekt wollte ich ja immer, dass mein World Tournament Teams One-Shotte jede Runde direkt, und Jaco ist da einfach nur ein Bonus, sage ich mal. Wenn er in der Runde drin ist, dann sind halt alle Gegner gestunt und ich kann ja trotzdem noch One-Shotten. Das hat auf jeden Fall geholfen, sage ich mal, jetzt funktioniert es ein bisschen besser, und statt den anderen zwei Supportern habe ich physisch Super Saiyan Bardock reingetan. Warum? Er hat noch zusätzlich Prepare for Battle für Broly, heißt, wenn er in die Rotation mit Broly kommt, gibt er ihn durch Pass von links Ki plus 4, dass er das, was ich so gemacht hatte. Und bis jetzt funktioniert es gar nicht mal so schlecht. Also mit dem Setup bin ich auf jeden Fall zufrieden, als mit dem, was ich euch gestern vorgestellt hatte. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Lange Rede, kurz Sinn. Wir gehen aber, wie gesagt, in ein Event und showcasen mal unser Boy physisch Kid Buu. Und dann bin ich mal drauf gespannt, was er drauf haben wird. Let's go. Alles klar, und wir sind im Event von Buhan. Bin ich drauf gespannt, was hier abgehen wird. Buhan ist eine gute Stage, um, sage ich mal, Teams vorzustellen oder Transformation vor allem. Jedenfalls haben wir hier jetzt schon Kid Buu drin, das ist sehr, sehr schön. Aber ich werde eine Sache machen, ich werde Kid Buu hier in der Rotation erstmal lassen fürs Erste. Er linkt sich mit Angel Gold und Freezer, immerhin.
mit Brutal Beatdown und Fierce Battle, das ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt bin ich auch gespannt, was auf dem Radar haben wird. Sollte 1 Million sein, sogar ein bisschen mehr. Sogar ein bisschen mehr, weil wir noch Intel Cooler am Start haben. Und genau, jetzt guck mal, was hat er drauf. Auf 100% ist SL15, wie gesagt, 1,56, Freunde. 1,56 als Supporter, sag ich mal. Dementsprechend, ich komme mal direkt zur Frage. Lohnt es sich, ihn auf 100% zu bringen? Ich sag mal Folgendes. Wenn er auf 100% ist, dann tut ihr ihn trotzdem rein und raus sortieren. Also man benutzt ihn dennoch als Supporter. Dafür ist er da, sag ich mal. Aber ihr habt halt einen schönen Bonus, wenn er auf 100% ist, nämlich er macht auch gut Schaden. Wenn natürlich 80% drüber sind. Wir werden noch sehen, ob wir unter 80% fahren, aber dann sehen wir seinen Schaden auch. Sollte auch so um 1 Million auf dem Radar sein. Jedoch, also ist auf jeden Fall nett. Moment, wir machen das hier. Okay, Bojack und Ding sind sehr schön gedeckt hier. Wir machen das Ganze mal so. Jedoch, Freunde, was ich sagen wollte, das ist halt wirklich nur ein netter Zusatz. Weil man behandelt ihn als Supporter, heißt, ihr tut ihn rein raus sortieren. Ihr müsst ihn dementsprechend wirklich nicht unbedingt auf 100% bringen. Und die Sache ist auch auf SL15. Das ist nochmal dann Kais, die man benutzen muss, es sei denn, man hat noch einen weiteren physisch Kidpool rumliegen, den man dann Doken Awake auf SL5 bringt mit anderen Kidpools und dann ihn reinsteckt in den Easy Kidpool. Aber ich bin ehrlich zu euch, das ist nun fürs Auge schön bei Kidpool. Er muss wirklich nicht unbedingt auf 100% kommen, denn er macht seinen Job auch, wenn er nicht auf 100% ist, nämlich zu supporten und das macht er gut. Jetzt sind wir unter 79%, heißt jetzt bekommen wir Attack Move 30%. Okay, shit. Warte mal, wo ist mein Boy? Ich will Tag Freezer hier drin haben. Tag Freezer will ich hier drin haben, weil ihr merkt schon, guck mal, Kid Buu, der linkt sich halt gar nichts in Sachen Keyling Skills. Aber immerhin hat der Brutal Beatdown zusätzlich dazu für unseren Boy Angel Gold Freezer die Sache mit... Oh, ich habe meine World Term Items. Oh, shit. Okay, nicht schlimm, egal. Das sollten wir auf jeden Fall hoffentlich überleben. Wir haben am Anfang direkt gut gesehen, was er drauf hat. Was ich sagen wollte ist, Angel Golden Freezer. Freunde, Angel Golden Freezer ist wirklich eine super Unit. Ich will ihn nicht schlecht reden, er ist wirklich gut. Sei es von der Kategorie her, was er drauf hat, sein Debuff. Er hat auch 150% durch die Passive bekommt er auf seinen Angriff. Da denkt man sich, oh mein Gott, der wird kranken Schaden machen. Der sollte guten Schaden machen. Macht er auch, aber er hat einen geringen Angriffsstat. Mein Tag Freezer ist, beziehungsweise mein Tag Freezer und mein Angel Golden Freezer, beide haben einen Dupe. Mein Angel Golden Freezer hat hier Angriffsstat 13.908 und mein Tag Freezer hat 15.970. Also obwohl Angel Golden Freezer 150% bekommt, Moment, durch seine Passive auf den Angriff, so macht der Tag Freezer trotzdem mehr Schaden, weil seine Stats einfach höher sind. Also sowas darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Die Stats, die sind auch sehr wichtig in diesem Spiel, sag ich mal. Genau, unser Boy hier am Start an 1,29. Die Sache ist auch für den AGL Bojack hat, der physisch Kidpool, the Wall Standing Tall. Das ist nochmal ein Boost. 15% auf den Angriff für den AGL Bojack ist gar nicht mal so schlimm. Und also physisch Kidpool im Resident Order Team ist auf jeden Fall gut vertreten, so ist es nicht. Aber auch in anderen Teams. Majin Buu Saga Team kann man spielen, einfach wegen seinen... Weil, wenn man über 80% ist, sind das 50% Attack und Death und Key plus 2. Das nimmt man einfach mit. Das ist, da kann man nicht nein zu sagen. Wenn man runterfällt, sind es zwar nur 30%, aber 30% Support Boost ist auch gut. Attack und Death, das will ich nicht schlecht reden. Jedenfalls, ich habe jetzt wirklich alle vergessen, Items mitzunehmen, aber es ist nicht schlimm. Wir haben am Anfang direkt gesehen, was da drauf hat. Ich hoffe, das passt. Ich wollte auf jeden Fall vor allem noch ins... Ah, das ist nicht... Guck mal, und die Rotation will ich eigentlich halten. Aber mit meinem Angel Gold Freezer. Genau, und deswegen macht man das Ganze mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob der gut Schaden machen wird, aber ich schätze ja. Beziehungsweise vorne bekommen wir eh nur einen Angriff ab. Jetzt haben wir Attack und 30%. Und der boostet hat die Rotation übel gut. Schaut mal den Angriff von meinem Tag Freezer an. Das ist gestört, dieser Tag Freezer. Tag Freezer und AG Goku sollte man wirklich nicht unterschätzen, die Transformation. Sache ist halt, man sieht sie selten transformieren, so ist nicht. Aber sie als Karten sind sehr, sehr gut. Also es Charaktere eigenständig. Ich bin ehrlich, ich finde den Tag Freezer aber jedoch ein Ticken besser als der AGL Super Saiyan Goku, einfach wegen seinen Linkskills. Der hat immer Key Linkskills vertreten. AGL Super Saiyan Goku natürlich auch, aber er verliert Prepare for Battle 1 seine wichtigen Linkskills und Freezy verliert bzw. behält oder bekommt Linkskills, die relevant sind für die Teams, in denen er vertreten sind, Key Linkskills. Deswegen finde ich, würde ich ihm einen extra Punkt geben, sage ich mal. Ich komme auf ihn besser klar, sage ich mal. Aber, okay, jetzt. Moment. Jetzt ist die Sache.
Ich hätte vielleicht echt auf die Items achten müssen. Ich will nicht abkratzen, das ist mein einziges Problem gerade. Sofern das passt, ist alles in Ordnung. Ansonsten sage ich mir gar nicht mal so schlimm. Also ich Events sollten wir auf jeden Fall schaffen. Vor allem nachdem wir jetzt Buccolo besiegt haben. Geil wäre es, das Problem war jetzt, der Tag Freezer war aus der Rotation. Geil wäre es, wenn ich die Golden Transformation triggern könnte. Im Boa-Event ist gar nicht mal so unüblich, weil ich meine, guck mal, er ist immer noch auf 100, er hat immer noch Full Life. Danach gehen wir halt in die Stages rein, in denen er Schaden kassieren wird. Aber ja, overall, jetzt habe ich gar nicht mehr so oft über Kidbu geredet, aber ich meine, ihr seht ja, was da drauf hat, Kidbu. Am Anfang haben wir wirklich alles gesehen, war mehr oder weniger das beste Szenario in dem Team Setup. Und ansonsten tut man rein raus mit den Supporter und das macht er wirklich gut. Deswegen würde ich sagen, auf 100% muss man ihn nicht unbedingt bringen, wenn ihr vom Dupe-System profitieren wollt. Oh, das ist auch eine geile Rotation. Das ist auch eine geile Rotation, weil Int Melkul hat auch Thirst for Conquest. Nochmal hier 15% für den Tag Freezer. Und Tag Freezer ist so geil. Der hielt sich auch, Alter. Ich finde den richtig geil. Was soll ich sagen? Achso, wenn ihr ihn nicht unbedingt auf 100% bringen wollt, aber die Dupe-System vom Dupe-System profitieren wollt, 1,56, dann könnt ihr auch zwei Dupes öffnen. Unten rechts, oben links. Und da die Abilities mit einem 15 Crit 11 Edition Attack würde ich bei ihm gehen. Genau. 1,96. Seht ihr das? Und das. Ja, das ist krank. Das ist. Ohne Spaß. Ich kann viele verstehen, dass sie gekränkt sind, wenn man halt ihre letzte Transformation nicht sieht. Weder von Freezer noch von Goku. Aber sie sind auch wirklich davor gut. Das sollte man nicht schlecht reden, auch wenn da steht am Anfang, was nur 80% Angriff. Sie haben halt gute und hohe Stats, vor allem Angriffsstats. Das ist geil an den beiden. Gut. Jetzt bin ich. Oh, das ist geil. Kid Buu's EZA ist wirklich auch einer der besten, also einer der guten, sag ich mal, einer der guten EZAs, die sie gemacht haben. Weil zuvor hat man ihn nie gespielt. Man hat ihn vielleicht mal gespielt, wenn man was showcasen wollte. Aber da muss man drauf hoffen, dass man halt immer über 80% bleibt. Oder dass, wenn das Szenario eintrifft, was man zeigen will, er dann, oder unsere HP dann über 80% drüber sind. Weil danach gibt er gar nichts. Da war der einfach nur da, sinnlos da war der. Okay, 1 Million, hier haben wir es jetzt gesehen. Wenn wir unter 79% sind. Das ist auch sehr schön auf jeden Fall. Und jetzt hat er auf jeden Fall Nutzen. Wenn wir unter 80 sind, dann gibt es immer noch Attack 130%. Final Form Freezer sind wir. Okay, vielleicht schaffen wir Gold Freezer. Ah, ich glaube nicht. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Einfach für das Video, weil ich sehen will, werde ich mal versuchen, nicht zu ulten und seine goldene Form zu triggern. Obwohl ich auch hier wirklich gerne eine Super Attack gesehen hätte von dem Tag Freezer. Aber ich will zwar versuchen, die Golden Freezer Form zu triggern. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich glaube auch Kid Buu kommt dann hier rein. In dem Szenario, in dem er Golden Freezer ist. Ich würde das einfach gerne mal sehen. Ich hoffe, das passt. Aber Problem ist, ob wir es schaffen, hier nicht zu ulten. GG. Wisst ihr was? Ich mache Doka-Mode. Ah, es kann es nicht bringen. Moment. Ich mache folgendes. Doka-Mode mache ich auf. In Metal Cooler. Und ja, perfekt. Das sollte der überleben. Einfach so, Freunde. Ja, siehst du, das ist halt das. Es ist halt wirklich so, schon so unwahrscheinlich, dass man die letzte Stufe sieht. Auch bei so einem Event. Bronze Event geht so lange, dass man selbstständig das irgendwie triggern muss. Aber ich hoffe, das klappt für das Video. Ah, by the way, ich wollte das am Anfang fragen. Diejenigen, die noch hier dabei sind. Erstmal danke an euch und cool, dass ihr durchhält. Frage, die ich euch stellen wollte, ist wegen dem physischen Kidbu auf 100%. Super Battle Road, ich würde ihn gerne in Super Battle Road testen. Oh, wenn ihr das sehen wollt, dann arrangiere ich das für das morgige Video zusätzlich dazu. Aber lasst mich wissen, in welchem Team. Extreme Physisch, Majin Buu Saga oder Resurrect Warrior Super Battle Road Stages. Lasst mich das wissen in den Kommentaren und ich werde mich darum kümmern. Oh mein Gott, das ist eine sehr schöne Rotation hier an der Stelle. Wir haben hier 4-0 auf... Was gibt den Kidbu denn? Prodigy Syndrome, Big Bad Boss. Ah, natürlich. Angel Golden Freezer hat auch keinen Big Bad Boss. Das ist richtig. Schaut mal, was Big Bad Boss ausmacht. Davor hatte der 300.000 auf den Angriff und mit Big Bad Boss sind es 400.000. Ah, ich hätte vielleicht physisch Kidbu nach links stellen sollen. Ah, okay, nee, der Angel Golden Freezer, der Friend hat keine Dupes. Sehr schön. Ja, am Ende sehen wir doch dann die Brutalität von dem Golden Freezer, Freunde, auf 2,1. Aber er tut ja garantiert Kritten einmalig und bekommt seine Key, sag ich mal. Heißt, er ist auf jeden Fall gut gedeckt. Freunde, hier haben wir noch unseren Boy Buhan besiegt oder Kidbu an der Stelle. Lasst mich wissen, was haltet ihr von dem physischen Kidbu? Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, Super Battle Road, welches Stage wollt ihr sehen? Dann kümmere ich mich morgen drum. Ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Tage und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.
When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.